Ja, moin Leute, euer Vionex am Start. Heute für euch ein Stream-Highlight, also für alle, die immer Dienstag, Donnerstag, 19 Uhr im Stream bei Twitch dabei sind. Wenn ihr Bock habt, das auch mal zu sehen, schaut gerne vorbei, Link in der Videobeschreibung. Die werden die Runde schon gesehen haben, aber ich glaube, es ist auch für euch nochmal sehenswert. Für alle anderen ein Highlight, wahrscheinlich mein absoluter Lieblingsbild. Ich liebe ihn, er macht sau viel Spaß und viele werden sagen, ja gut, wenn du die Karten alle passend findest, dann ist es ja easy. Aber das ist es nicht, denn ihr werdet einen Punkt in dem Gameplay gleich sehen, in dem der eigentliche Skill darin liegt, sich für die richtige Richtung zu entscheiden. Denn mein Board hat mir eigentlich etwas anderes vorgegeben und ich habe dann zwei passende Karten gesehen und habe gesagt, nein, wir switchen und der Switch hat sich gelohnt. Also, wenn ihr den Bild genauso sehr liebt wie ich auch, denn es geht um APM Pirates, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wo wir gerade dabei sind, vielen, vielen lieben Dank auch euch für den ganzen Support hier. Es macht mir riesen Spaß mit euch, der Kanal wächst. Die Kommentare sind immer sehr, sehr positiv. Von daher freue ich mich sehr, dass wir so eine geile Community hier sind und die auch weiter wächst. Von daher würde ich mich sehr freuen, wenn euch der ganze Content Spaß macht. Supportet weiter mit einem Daumen nach oben. Teilt das mit Leuten, die vielleicht auch Interesse dran haben könnten. Und jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Video. Todesröhrchen triggern oder Gold ausgeben. Boah, sind die Kacke. Wie viele Todesröhrchen gibt es überhaupt gerade auf Tavern 1? Surf and Surf, Daily Wag. Ah, es gibt ein bisschen was. Wenn die golden sind, braucht man einfach nur einen normalen wieder auf die Hand. Ja, aber dieser normale ist ja dann wieder auf nicht gebufften Stats. Das ist ja das Problem daran. Ich bin sogar relativ gut unterwegs. Gucken wir, wie schnell wir das aktiviert kriegen. Wir müssen ja mit der, wenn wir die Quest haben, 5 Spells am Anfang der Runde casten, dann müssen wir auf Tavern 3 sein, weil das Gute ist, man kann auch... Wo ist es? Gibt's die nicht mehr? Bin ich dumm? Ist die auf 4 hochgegangen? Ist die auf 2? Ja, Strike All ist ja auf 2. Dann müssen wir nur auf 2 gehen, denn random Strike Alls zu bekommen und dadurch dauerhaft Gold zu kriegen durch die Quest ist super geil. Schade, das hätten wir unentschieden spielen können. Aber der frühe Crackling halt. Auch mehr Broken Two Drops statt alle zu. So, was dürfen wir denn? Warte mal, meine eine Quest sagt, wir kriegen die ganze Zeit Spells. Friendly Minions Attack. Was ist denn, Machen Elementare Naga Pirates Undead? Pirates? Elementare? Das ist halt einfach zu erfüllen, lass mal gucken. Den noch zu kaufen macht überhaupt keinen Sinn, oder? Weil ich krieg maximal, würde ich dann 4 kriegen. Das heißt, ich krieg das dadurch nicht eine Runde früher. Das heißt, ich kann ebenso gut so gehen. Dann kann ich hier leveln und nächste Runde dann auf irgendwas gehen. Ich hoffe, dass jemand etwas Gutes über das Spiel zu sagen. Das Spiel hat uns hier zusammengebracht. Auch das einzig Gute, Lissi. Aber das ist ein sehr guter Punkt, ja. Mir fehlt aktuell wirklich ein bisschen die positive Seite. Es ist schwierig. Das Argument überhaupt. Chaos, grüß dich. Ja, da habt ihr recht. Das schon.
from Puel Hazura. Not everyone can make the cut. Also, wir kriegen jetzt die Runde, kriegen wir die Quest aktiviert. Das heißt, Anfang des Zuges triggern 5 Spells und dann müssen wir möglichst schnell, weil es auch in 2 Runden wahrscheinlich ready wird, das Cookbook fertig machen. Das ist doch gar nicht mal schlecht. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir einen vernünftigen Bild kriegen. Auf Tavern 3 gibt es so ein paar Temposachen. Kurier könnte gut sein zum Durchrollen. Crackling ist eine gute Startunit, um ein bisschen Tempo aufzubauen, sowas. Und dann müssen wir gucken, dass wir auf 4 gehen. Und dann versuchen, auf 4 vielleicht ein bisschen Tempo aufzubauen und mit Triple auf 5er zu gehen oder so. Ich weiß nicht, ob wir durchleveln können auf 6. Wenn man es schafft, auf 6 durchzuleveln, dann hat man meistens gute Chancen. So. Ist es schon nicht ganz easy. Ja, guck mal hier, einen goldenen Sandspur einfach. 2 Triple habe ich schon gemacht. Wow. Das hatte ich ja gesagt, die kriegen wir auf jeden Fall. Wir haben genug Todesröcheln. Da reichen die Stats einfach nicht. Das ist einer der Q-Drops, die definitiv zu stark sind, meiner Meinung nach. Guck mal, Shop-Buff, Untoten-Buff, Random One-Drop. Darf ich das? Ich krieg extra Gold. So schlecht war das nicht. Wir fangen dann, glaube ich, mal an zu farmen hier. Doppelhand? Gibt schlechteres, würde ich sagen. Den kann ich verkaufen. Dann habe ich hier noch Spott für eine der beiden Hände. Rein für den Farm ist das schon nicht schlecht. Gucken, ob das ausreicht vom Tempo. Jetzt müssten wir Cookbook eigentlich noch ready kriegen. Wir leveln nächste Runde. Ich hoffe, ich kriege noch ein bisschen Tempo aufgebaut über die Spells. Tempo und Value. Was ist mit euren Katzen? Wir will nur Dominanz beweisen. Und eure Katzen nicht fertig. Quest ready. Relativ früh ist Cookbook. Okay. Wie oft ist der getriggert? 2 Mal. Das ist schon mal gut. Relativ volles Board. Auch ein bisschen Attack-Buff für die Untoten und wir gehen ab. Na Gold. Spott wieder runtergenommen. Schade, das ist die Unit, die ich hier verkaufen wollte jetzt. Was ich glaube ich auch machen werde. Muss trotzdem gehen. Nimmt man noch einmal Spott für den mit? Ach, warum nicht? Das wird, bleibt mein Flex-Spot. Spawn unheimlich viel. Sets sind nicht schlecht erstmal. Gucken wir mal. Ein bisschen. Müssen wir jetzt schauen. Wenn wir mehr Gold haben, wäre natürlich geil, dass wir dann schneller Sachen durchrollen können. Ah, Cookbook ist schon schön. Wenn man bei Cookbook die Möglichkeit hat, irgendwie extra Gold zu generieren oder so, ist das schon die halbe Miete. Und wir müssen sagen, es gibt genug Spells, die irgendwie extra Gold generieren. Von daher haben wir schon eine gute Chance, dass das funktionieren kann. Wie egal uns die Krabben einfach sind. Ist sogar gut, weil dann mehr meiner Units sterben und ich öfters den Kram hier triggern kann. Wenn man das stirbt. War super. Okay. Warum nicht? Extra Gold. Nochmal ein Kampfschrei. Sogar ein sehr guter. Ich level. Shop-Buff. Debuff. Waffen durchrollen. Gold dafür bekommen.
noch mehr Buffs haben. Auch wieder eine Free Unit eigentlich, die man durchrollen muss für Cookbook. Warum habe ich den Spell nicht eingesetzt, bevor ich den gekauft habe? Stay focused. Ja, also ich glaube, alles in allem erstmal relativ gutes Tempo. Vielleicht sogar schon zu viel Tempo, dass der gar nicht mehr so viel triggert. Was okay ist, zur Not gehe ich jetzt einfach durch auf 6. So, jetzt kann man halt überlegen, ob Stomper das Richtige ist in Kombination mit den ganzen Sachen, die ich spawne. Oder ob man auf KT geht, Eternal Summoner und vielleicht den Moreau sucht oder den Primus. Die Untotenrichtung ist schon sehr gut. Was ist noch besser als Untotenrichtung, wenn ich viel Gold habe? Drachen wahrscheinlich, ne? Wenn man Double Caligos schafft. Oder halt Infinite Pirates, aber das wird auch schwierig. Alter, der ist gut. Der hat schon gut Stats. Warum hat der so viel Stats? Hä? Hauptsache, die haben 52% Win, 24% Unentschieden, 23% Lose. Geringste Wahrscheinlichkeit tritt ein. Egal. Gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist wieder gut. Wir nehmen das und wir kriegen Primus. Hey. Oh, here we go. Das Ding entscheidet jetzt unsere Richtung. Pirates oder Untote? Wieder noch. Stomper. Ja, Stomper könnte es sein. So viel mehr Bock auf Pirates. Mann! Mach ich trotzdem Pirates? Ignoriere ich das? Oh, ignoriere ich das jetzt einfach? Ich sag Naga. Naga win. Nala? Nein, Nala nicht. Was? 5 Spells for free. Ja, die zählen aber nicht als gecastete Spells. Die zählen beim, das habe ich letztens schon gemacht, beim Saloon Dancer. Mit der Quest löst der Saloon Dancer nicht aus. Das zählt nicht als von dir gecastet. Das heißt, der löst die nicht aus, diese Effekte. Es wäre schön, aber es sei denn, dass es beim Saloon Dancer buggy und funktioniert bei Nala. Es würde mich auch wundern, wenn Nala anders funktioniert als der. Der Nightmare. Ich hoffe, das war halt unentschieden. Wenn nicht, dann. Ein Dreierstachel überziehen, die auch nicht schön verregelt zu sein. Ja, das kann gut sein. Okay, ich krieg. Hä? Hat er nicht den getroffen? Warum kriege ich denn das? Ist jetzt hier. Brauche mehr. Pirates. Den zum Beispiel. Ja. So. Aber ich muss nächste Runde leveln. Oh, der hat schon Drakkari. Wenn er jetzt noch Lord of Gains mehrfach bekommen hat mit Sea Witch, dann wird es ein Problem. Kompletter Umschwung auf Pirates. Ja, Logo. Pirates Beste. Naja, die Buffs von Cookbook sind halt geil.
Ich habe jetzt Attack-Buffs. Ich kriege sehr viel extra Gold. Ich kriege hier Gold, wenn ich verkaufe. Ich kriege hier Gold, wenn ich kaufe. Nächste Runde kann ich einfach in einen Random-Shop das Ding hauen und kriege 7 Units theoretisch. 7 Karten. Das heißt, ich kann sogar vorher leveln und würde den Shop, kompletten Shop leer klauen. 6 Minions plus den Spell. Das sollte ich vielleicht mal machen, wa? Plus jede Karte, die ich dann bekomme, gibt Peggy Buffs und die verkaufe ich auch alle wieder und gibt mir dann Buffs wieder. Bam, bam, bam. We are in business. Ist das geil? 5 Armor zur Sicherheit. Das Ding bringt mir halt nichts. Das ist extra Gold. Aber das ist so oder so free extra Gold. Komm, ich mach das so. Wir suchen was Besseres. Das ist ein Shop. Dauert ein bisschen. Ja, wir machen nichts falsch. Mal jetzt. Den muss ich so kaufen. Den kaufe ich aber so. Den Bran habe ich gerade kein Board Space für. Den muss ich so auch noch irgendwie kaufen. Scheiße, die hat genau die Stats bekommen. Die hätte eigentlich gehen müssen und die hätte gehen müssen, ne? Ja, das wollte es. Geht halt nicht. Geht die halt nicht. Roll ich noch einmal, nimm den kompletten Shop, ja, ne? Und wir haben noch Zeit. Der ist auch noch geil. Ah, Mann, ey. Wie macht man denn das? Geht die gleich, kann ich nicht ändern. Kann ich davon noch irgendwas haben? Ja, den zweiten Cleave nehme ich wahrscheinlich noch mit. Mal gucken, ob ich den auf der Hand getrippelt kriege. Für den Cleave habe ich leider gar keinen Board Space. Aber ich habe genug extra Gold. Peacemaker, grüß dich. Die Frage ist, ob die Peggy überhaupt noch die richtige Unit ist, aber sie hat Buffs. Ich will Dealer trippeln, ich will Peggy trippeln, ich will Smuggler trippeln und erst dann habe ich Platz für den Blade Collector. Top 4. Hey, eine Top 4 Platzierung heute. Oh, good oder what? Nein! Immer die Unit, die ich verkaufen will! Dang it. Bin ich den aber. Okay, das gibt mir Board Space, wenigstens etwas. Schmeiß mal weg, die Kacke. Magler, ne. Und schmeißt einfach alles weg hier. Ich hab mir Zeit für den Scheiß. Über meinen Kampfschrei, ich muss mal hier. Scheiß. Okay, ja. Kriegen wir gleich irgendwie aufs Board. Ich hab eh zu viel Gold, weg damit. Oh, das ist super. Das ist super, super. Super Trooper, na 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 na, riding like a star. Wen lasse ich gehen? Gar keinen, ich nehme einfach alles. Keine Ahnung, macht überhaupt keinen Sinn, die Unit.
Okay. Ja, da wird einfach nur auf möglichst viele Nightmares gespielt, aber ohne große Attack-Buff bringt ihm das gar nichts. Bring it. Can't wait. Ich hab keine Zeit. Wie viel Gold habe ich denn jetzt gleich? It takes so long. It takes so long. Endlich sind wir mit den Nightmares jetzt durch. Vier Hits noch. Okay, you dead? Dead, bro. Bumblebees, grüß dich. Okay, endlich haben wir mal wieder was Nices hier gemacht. Die ganzen Spells, wir haben gar keine Zeit. Das Game dauert einfach, einfach viel zu schnell für uns. Who cares? Weg, 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 weg. Eine Peggy hätte ich gerne. Komm, gib mir die Peggy. Weg. Und der. Oh, sehr nice. Den Triple können wir natürlich gut nehmen. Oh, den Triple können wir auch gut nehmen. Ja, bei Infinite Money kommt man halt auch irgendwann zu Units. So, so, jetzt können wir den, der frisst noch schön. Dann fressen wir den. Oh, Brand's Blessing. Nein! Ach scheiße, ich wollte noch Brand's Blessing spielen, Balladus spielen. Komme ich da gar nicht mehr zu. Ich gehe mit einer Unit weniger rein. Wie groß bist du? Du konterst und du hast quasi alle Kaligos, die es gibt. Wie viele Kaligos? Ja. Cleafittet am Rand, schlecht für mich. Aber wir holen das. Ah, easy game! Hey, PM Pirates! Die Games sind, die Runden sind einfach nicht lang genug. Man könnte noch so, so viel stärker werden. Ich habe, glaube ich, gerade 40 Gold ausgegeben oder so. Ich hätte locker hier 80 HP noch mit Balladus gemacht. Endlich mal eine schöne Runde. Ich hoffe, die hat euch auch Spaß gemacht.